Aber bevor wir loslegen, die Info, dass wir den Impuls aufnehmen, damit wir ihn im Nachgang im Netzwerk dann auch auf Anfrage zur Verfügung stellen können. Wie schon angekündigt, soll heute das Thema Fusion und Übernahme im MedTech-Bereich sein. Als Experte und Einblickgeber in dieses ganze Thema haben wir heute zu Gast Timo Peter. Er begleitet seit mehreren Jahren mit der Göttingen Corporate Finance den gesamten Prozess in dem Bereich und wird mit uns heute seine Expertise teilen. Bevor ich ihm das Wort übergebe, möchte ich Sie motivieren, aus dem Publikum, wir sind heute eine sehr kleine Runde, wirklich aktiv Fragen zu stellen, gerne während dem Vortrag in den Chat reinschreiben oder auch im Nachgang dann gerne mit Kamera und Mikro an die Frage stellen und als kleines Warm-up, damit wir auch wissen, mit wem wir im digitalen Raum hier heute zusammensitzen, haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet, die jetzt auch gleich auf Ihrem Screen auftauchen wird. Und zwar wird uns zum einen mal interessieren, welche Gruppe Sie sich denn zuordnen, ob Sie Investor, Investorinnen im Bereich sind, wo Sie sagen, Sie haben eine Portfoliofirma vielleicht zum Veräußern, sind Sie Manager dann im Bereich Unternehmenszukauf oder sind Sie selber Unternehmer und überlegen, Ihr Unternehmen zu veräußern? Ordnen Sie sich einer ganz anderen Gruppe zu, da gerne auch im Chat verraten, wenn man möchte, welche Gruppe das denn ist, die sich dann auch mit dem Thema hier auseinandersetzt. Und als zweite Frage haben wir dann noch eine Schätzfrage für Sie, die wir dann auch im Laufe des Vortrags auflösen werden. Und zwar, was schätzen Sie denn, wie lange dauert es, eine Firma zu verkaufen? Da einfach mal Best Guess abgeben, was Sie denken, wie lange das Ganze dauert. Dann gebe ich mal noch kurz zum Reinhören ins Bauchgefühl, was man denn denkt, wie lange das dauert. Und kommentiere schon mal, wen wir hier heute dabei haben. Und zwar haben wir ganz viele andere dabei. Da bin ich gespannt, werde ich gleich mal in den Chat reingucken, wen wir denn da dabei haben. Wir haben Unternehmer mit dabei, 4 Stück, die tatsächlich mit dem Gedanken spielen, ihr Unternehmen zu veräußern. Haben aber auch einen Investor mit in der Runde. Spannend. Bei der zweiten Frage kann ich gerne mal noch verraten, was so die Mehrheit denkt, wie lange es das denn dauert, ein Unternehmen zu veräußern. 7 von 9 sagen tatsächlich, es sind 9 bis 12 Monate. 2 vermuten, dass es 6 bis 9 Monate sind oder wissen es. Ich weiß es nicht. Ich bin auch gespannt auf die Auflösung. Und keiner denkt, dass es 3 bis 6 Monate nur sind, dass es dann doch so schnell geht. Bin ich gespannt auf die Auflösung. Ich bin gespannt auf das Thema und übergebe das Wort dann auch direkt an unseren Experten. Timo, the stage is yours. Dein Mikro ist noch off. Ja, vielen Dank, Julia, für die einleitenden Worte und auch die Auswertung der Umfrage. Ich würde mir einfach erlauben, zu dem Ergebnis der Umfrage zum zweiten Teil im Laufe meines Vortrags zurückzukommen. Und ansonsten möchte ich vorwegnehmen, dass ich es prima finde, dass auch Unternehmer mit dabei sind, die über die Unternehmensveräußerung nachdenken und sich sozusagen für sich auch Zeit nehmen, sich zum Thema informieren. Jetzt sollte mein Bildschirm zu sehen sein. Genau, perfekt, wir können Genau, alles sehen. prima. Ausgezeichnet. Dann geht es auch gleich los. In Bezug auf Unternehmensveräußerung denke ich häufig, ist wie eine Reise, wie das Ende einer langen Reise. Und für mich stellt dieses Bild, eigentlich ist das so der Inbegriff, der vieles subsumiert. Der Unternehmensverkauf ist ja häufig bei Inhabergeführten ein großes unternehmerisches Ereignis, vielleicht nach Jahrzehnten. Und für Portfoliounternehmen, für junge Firmen, für Tech-Unternehmen findet er etwas früher statt, häufig so nach 5 bis 10 Jahren Lebenszeit, nach einem heißen Ritt. Und bei einem Unternehmensexit muss halt vieles zusammenkommen. Und nach dieser aufregenden langen Reise geht es dann halt nochmal häufig richtig zur Sache. Und für mich steht dieses Schiff in der Mitte, sozusagen dieses Ende dieser Reise nach, zu dem Zeitpunkt, wo auch der M&A-Prozess beginnt. Und dieses Boot, dieses Schiff im Hintergrund, das signalisiert so ein bisschen für mich, das ist der Lotse. Das ist so ein bisschen, wie ich mich da manchmal fühle, weil das, was wir auch beibringen, mein Team und ich, letztendlich Guidance. So ein bisschen eine Lotsenfunktion vielleicht, so möchte ich das mal formulieren. Und ein M&A-Prozess, also ein Exit-Prozess,
Der muss halt geplant werden wie so eine Expedition. Und diese Planung dafür hat im Idealfall schon begonnen, wenn eine Unternehmung gegründet wurde. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre, dass diese Vorbereitung schon eine Zeit vor dem Zeitpunkt stattfindet, wo sich ein Unternehmer entscheidet, eine Exit zu verführen. Und warum das so ist, werde ich auch noch mal ein bisschen ausführen. Vielleicht hier eine kurze Übersicht. Ich würde ganz gerne für Ihr Verständnis kurz meine Gesellschaft vorstellen. Das hilft Ihnen, mich ein bisschen besser zu verstehen, wo ich herkomme und vor allen Dingen auch vielleicht auf welche Bereiche ich spezialisiert bin. Da würde ich eine kurze Intro zu M&A geben, das mal ein bisschen beleuchten. Dann zum Prozess natürlich. Wie läuft so ein M&A-Prozess ab? Und welche Red Flags, welche Gefahren gibt es da sozusagen, Risiken und dann natürlich auch demgegenüber die Erfolgsfaktoren. Oh, so, ein paar Eindrücke zu meiner Person. Ich studiere sozusagen seit 30 Semestern in der Praxis Cross-Border M&A. Das bedeutet, mein Schwerpunkt ist der Verkauf von europäischen Technologieunternehmen, grenzüberschreitend, weil Deutschland häufig als Käufermarkt oder auch Europa als Käufermarkt nicht ausreicht. Und das bedingt, dass ich die letzten 15 Jahre sehr viel gereist bin. Ich habe mir mal so ein paar Impressionen mitgegeben, wo ich überall war. Mal oben links in Südkorea habe ich mal einen M&A-Vertrag gehalten. Da bin ich eingeladen worden vom internationalen oder vom nationalen Kikia Helpdesk. Die machen dort M&A. Das mittlere Bild war ich bei KPCB mit einem meiner Klienten, Central Road, das ist Silicon Valley. Dort jeden Investor besucht, gepitcht. Das war im Rahmen von Fundraisings. Und oben rechts on the stage für mein eigenes Startup, was ich mal gegründet habe, damit ich auch weiß, wovon ich spreche. MedTech Startup im Bereich Anreicherung zirkulierender Tumorzellen. Und dort hatte ich das Glück, an drei ausgiebigen Roadshows teilzunehmen, die vom Medical Valley organisiert worden sind. Wirklich hochwertiges Event, wo wir in China, den USA und Kanada waren. Und ich sozusagen selber in der Position war, auch Geld zu suchen und natürlich später auch einen Käufer. Ich habe die GCF gegründet, so ungefähr 2016. Ich habe das Geschäft vorher gelernt bei Bryan Garnier in München. Bryan Garnier ist so eine mittelgroße Pan-European Investment Bank, hat jetzt so 125, 135 Mitarbeiter. Ich habe dort mal angefangen, habe die Smart Industry Practice aufgebaut von null, habe viel im Cleantech-Bereich gemacht und Bryan Garnier ist so die Nummer 1 Investmentbank, wenn es um Healthcare geht. Ich selber bin Ingenieur von der Ausbildung, also ich habe einen Master in Bioengineering und ich bin Patentingenieur. Und wenn es die Zeit erlaubt, dann reise ich viel. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich in Jet Set Life gelebt habe. Jet Set Life kommt eigentlich so aus der Businesswelt und habe ich viel gereist. Bis jetzt 47 Länder, ein Drittel davon war rein dienstlich. 15 Aufenthalte in Finnland, USA vielleicht 12 Mal, China, Südkorea, Taiwan, 2 Mal Japan, auf den Roadshows mit Klienten. Ansonsten fahre ich gerne Motorrad in meiner Freizeit. Ich lebe zwischen Harz und Solling und ich bin seit Geburt an ein Shikari, ein Jäger. Nicht nur in der Freizeit, sondern auch beruflich, weil man muss eine gewisse Jägermentalität hier auch mitbringen. Die GCF bietet insgesamt 3 Dienstleistungen an, 3 Services. 3 Painkiller, und zwar immer dann, wenn es um M&A geht, um Eigenkapitalbeschaffung oder wenn jemand Fragen hat, wo er sich schwer tut, die zu beantworten. Und diese drei Painkiller wenden wir an für 3 große Themengebiete. Das ist alles rund um das Thema Digitalisierung, Deep Tech, da komme ich so ein bisschen stärker her, und Life Science. Und unter Life Science bilden wir so MedTech und auch Biotech. Und wir haben Health bei uns mehr unter Digitalisierung gepackt, also alle Digitalisierungslösungen. Und was befähigen uns dort in diesen Bereichen, Transaktionen durchzuführen? Dort haben wir schon ein Track Record. Wir haben persönliche Erfahrung als Berater von Investorenseite oder wir haben auch entsprechende Industry Advisor. Hier mal ein paar Metriken. Ich bin mal oben in der ersten Reihe. Wir haben über 2000 Käufer- und Investorenkontakte pro Jahr, die wir also auch entertainen und am Leben erhalten. Da habe ich jemanden Dezidiertes für, der sich auf das Marketing spezialisiert hat. Und da können Sie sich auch mal ungefähr ausrechnen, wir fahren so im Schnitt 10 Mandate im Jahr, also 8 bis 12. Auch wenn bei den 2000 redundante Ansprachen mit dabei sind, ist das so, dass das, Sie merken, so im Schnitt so 200 Ansprachen pro Mandat. Das würde für ein Fundraising ganz gut passen. Im M&A-Prozess hat man typischerweise weniger. Man spricht so in der Regel 50, vielleicht 70 Käufer an. Das hat ein bisschen was mit dem Transaktionsvolumen zu tun.
Je größer das Transaktionsvolumen, umso weniger Käufer gibt es in der Regel, weil nur große Käufer dann auch einen entsprechenden Kaufpreis entrichten können. Wir haben unseren Sweet Spot gefunden, arbeiten mit Unternehmen zusammen in den vorgenannten Industriesektoren, die zwischen 1 und 20 Millionen Euro Umsatz machen. Das ist für uns noch Tech und ein sogenannter Small-Cap-Bereich. Das heißt, die Unterrange ist so ein bisschen auch, was man so als Startup, Venture Capital Area bezeichnet und dann hoch auch in den Private-Equity-Bereich. Da sind wir also wettbewerbsfähig, da fühlen wir uns einfach wohl. Da haben wir auch so den richtigen Esprit de Corps. Wir wissen häufig, wen wir gegenüber sitzen, haben da also ein gutes Verständnis. Und wir sind absolut in der Lage, Transaktionsvolumen zwischen 55, 60 Millionen Euro zu realisieren. Also Funding machen wir typischerweise auf 5 Millionen Equity Raise. Das größte Projekt, was wir gerade haben, M&A-seitig, liegt bei 50 bis 60 Millionen Transaktionsvolumen. Ein paar Investoren, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben, mit der MIG AG aus München, die ist vielleicht am bekanntesten. Da haben wir mal 4 Mandate bekommen, bin ich sehr froh drüber. Sehr renommierte Investor, größter Bankenskapitalgeber in Deutschland. Haben auch mal mit einer Fabersoft AG zusammengearbeitet in Österreich. Denen haben wir eine Firma veräußert. Dafür haben die uns ein Buy-Side-Mandat gegeben. Das heißt, da haben wir für die nach Targets gesucht. Wir arbeiten viel mit öffentlichen Investoren. Hessen Kapital, 3 Mandate. HTGF hat ein Riesenportfolio. Die brauchen Unterstützung. Die Niedersachsen Bank. Und beim Technologiefonds davor Sachsen sind wir auch gerade am zweiten Mandat. B2 Campus, mein Beispiel für einen strategischen VC, ist der Corporate VC-Arm von der B2 Lagertechnik. Dann ein paar Klienten, mal querbeet. Sanu Livio, das ist eine Firma, wo ich beteiligt war, Interim CFO auf der Roadshow begleitet habe. Das ist so ein MedTech-Bereich. Prokinase aus Freiburg, die haben sich mit Protein beschäftigt. Und dann querbeet haben wir ein paar digitale Themen dabei. It's a people business. Man braucht gute Leute. Intern sind meine 3 Senior-Leute insofern Danny Ladi, die helfen mir beim Research und bei Valuation-Arbeit, Financial Modeling. Da komme ich auch nochmal zu, sehr wichtig. Der Jonas Höfgen ist stark auf das Marketing spezialisiert, unheimlich starker Denker, Analytiker, kann unheimlich gut über Stories nachdenken, Storytelling betreiben. Und die Rui kommt von Investorenseite. Die sitzt in Berlin. Dort werden wir ein Office eröffnen, offiziell wahrscheinlich zur Sommerzeit. Und die unterstützt hier viel auch in der Investorenansprache und Darstellung von Dokumenten. Kommen wir mal zu M&A. Und ich finde das Bild, das passt ganz gut. Man muss das nochmal auseinandernehmen, den Term Mergers and Acquisitions. Das heißt, ein Merger ist ein Zusammengehen von zwei Firmen, von zwei gleich großen Firmen, also auf Augenhöhe. Und eine Akquisition ist, wenn ein großer Fisch einen kleinen frisst. Ja? Und so ihr Geschäft sozusagen verschmelzen. Und das kann komplett passieren, ja, completely or partially. Das heißt, es gibt auch Teil-Exit-Prozesse, wo nicht unbedingt 100% einer Firma verkauft werden muss, sondern manchmal sind es auch 60, 70 oder 76%. Und alle diese Aktivitäten, komplett Kauf, Verkauf, Teilverkauf, Teilkauf, aber auch vielleicht ein Asset-Deal, wo nur bestimmte Assets gekauft werden oder vielleicht auch bei börsennotierten Unternehmen, das haben Sie vielleicht auch schon mitbekommen, dass manchmal auch PE-Fonds Public Listed Companies zurücknehmen vom Börsenmarkt. Das sind alles M&A-Aktivitäten. Und wo wir uns heute ein bisschen stärker fokussieren, weil M&A, zwei Begriffe, die man zusammennimmt, aber in der Regel reden wir sehr, sehr häufig über Akquisitionen und weniger über Mergers. Wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, wen gibt es so als Käufer und Verkäufer, dann habe ich hier mal nachgestellt, womit ich mich in der Praxis beschäftige, dass Ihnen auch weiterhelfen soll, mich etwas zu verorten, auch was ich tun kann und was ich vielleicht nicht tun kann. Zum überwiegenden Teil haben wir mit strategischen Käufern zu tun, also Strategic Players. Eine sehr wahrscheinliche Käufergruppe, das werde ich auch noch mal am Ende zeigen, ein Gefühl geben, wie weit verbreitet strategische Käufer sind. Dann haben wir Private Equity Funds, die auch regelmäßig auftretende Käufer sind, die typischerweise zwischen 51 und 76% an einer Target, einer Zielgesellschaft erwerben. Manchmal auch eine Minderheit tatsächlich, das gibt es auch. Und dann haben wir noch die Gruppe der Family Offices, mit denen wir auch ab und zu mal zu tun haben. Und da ist sehr, sehr viel möglich, also auch bis zu 100%. Und auf der Käuferseite,
Das ist unsere typische, sag mal, Kundengruppe, da, wo wir uns wohlfühlen. Das sind einmal Portfoliounternehmen, sprich Unternehmen, wo auch schon ein Investor drin ist, oder aber inhabergeführte Unternehmen. Und da haben wir momentan auch einen leichten, leichten Überhang. Und das hat für uns ein bisschen in der Beratung, im Umgang eine gewisse Implikation. Inhabergeführte Unternehmen muss man einfach ein bisschen mehr erklären. Die müssen wir einfach ein bisschen besser auch abholen einfach, weil das für die häufig das erste Mal im Unternehmensverkauf ist. Wenn wir in den Portfoliofirmen häufig schon auch Geschäftsführer haben, die so durch diesen Prozess schon mal durchgegangen sind. Wir haben externe Investoren, die einfach auch einen anderen Anspruch mitbringen, ein gewisses anderes Maß an Professionalität. Und damit können wir können mit beiden sehr gut umgehen und da fühlen wir uns wohl. Und unsere Aufgabe ist es sozusagen, die beide Seiten zu vermählen. Es gibt eine ganz wichtige Frage im M&A-Prozess, im Sales-Side-Mandat, wie wir sagen, also dass wir die Verkäuferseite vertreten. Und das ist die Frage nach der Motivation. Und die Beantwortung dieser Frage ist nicht ganz unwichtig, weil Sie jetzt mal hier aufgelistet sehen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, so ein bisschen vielleicht auch nach Wichtigkeit rangiert. Es gibt verschiedene Motivationen für einen Käufer, ein Unternehmen zu kaufen. Und es muss eine starke Motivation geben, denn ein Unternehmenskauf stellt ein erhebliches Risiko dar. Und genauso stellt es aber auch ein Risiko und Herausforderung für die Verkäuferseite dar. Und die Motivation, ja, man sollte die Interessenslage synchronisieren. Wenn man aus dem Tech-Bereich kommt und vergessen Sie nicht, dass diese Gründe jetzt hier auf Käuferseite, diese neu genannten Gründen, überstreicht auch eine sehr große Größenskala bei Unternehmen. Als Beispiel der erste Punkt, zum Beispiel Acquire Technology, das machen große Strategen, um einer gewissen Technologie habhaft zu werden oder aber um Expertise zu holen, dieses Acquihire, das heißt, sie kaufen Firmen, weil sie zum Beispiel einfach Zugriff auf 20 Softwareprogrammierer haben möchten. Das sehen wir häufiger seit Jahren, weil Software-Developer zum Beispiel ein Mangel sind. Also es gibt einfach keine. Das heißt, dass ein großer Unternehmen, vielleicht Siemens zum Beispiel, überlegt dann, wir kaufen einfach das Startup, weil wir dann 20 Programmierer haben. Und demgegenüber steht zum Beispiel der Grund auf Nummer 8, Increased Revenue. Es gibt genauso auch Akquisitionspolicies von großen Strategen, die sagen, also wir kaufen ab 100 Millionen Euro Umsatz zu, weil wir einfach Umsatz kaufen möchten, um dadurch dann auch Skaleneffekte auszulösen. Es ist wichtig, sich selber als Verkäufer Gedanken zu machen, welchen Need befriedige ich denn hier mit einer Veräußerung? Was biete ich an? Und wir kommen später nochmal zur Equity Story. Die Equity Story ist die Story, die sie erzählen, warum ein Käufer unbedingt ihr Unternehmen kaufen sollte. Und sie müssen ihm die richtige Antwort geben. Und es ist halt die Frage, wenn Sie mit einem Multi-Billion-Dollar-Company sprechen, dann ist die Frage, was können Sie denen denn anbieten? Wie triggern Sie dort Interesse? Und da sollten Sie sich in ein oder vielleicht zwei Gründen auch wiederfinden. Eine robuste, stark geschützte Technologie ist auf jeden Fall ein starkes Argument. Wenn Sie schon viel Umsätze generieren, 10, 20 Millionen Euro Umsatz, dann ist es sicher auch interessant für jemanden aus den USA, Sie hier in Deutschland zu erwerben, um den europäischen Markt vielleicht anzugehen, wenn er dort noch nicht präsent ist. Oder aber er sagt sich einfach, Mensch, 20 Millionen und Sie haben vielleicht eine überdurchschnittlich hohe Marge, dann kauft er sich Gewinn und damit höheres Maß an Profitabilität. Auf der Verkäuferseite ist es auch wichtig, für mich als Wegbegleiter zu verstehen, wo kommt da die Motivation für den Verkauf her. Das, was wir jetzt gerade erleben, was jetzt einsetzt, da wurde jetzt sehr lange drüber gesprochen, aber das beginnt jetzt sozusagen lawinenartig loszulegen. Das ist halt die Nachfolgelösung, also Gespräche von mehreren hunderttausend Unternehmen, wo Unternehmer halt eine Nachfolgelösung suchen. Aber das betrifft mehr so die Inhaber für ein Unternehmen oder aber it's part of the plan und das betrifft mehr Portfoliounternehmen. Portfoliounternehmen, also Technologie-Startups, so Unternehmen von einem VC oder PE-Portfolio, das ist auch eine Asset-Klasse. Man kann das als eine Asset-Klasse sehen, wie Aktien, wie Erdöl, wie Orangensaft. Das heißt, dort ist der Plan, dieses Asset gewinnbringend zu verkaufen und das Geschäftsmodell von Investoren, von VCs, PEs, ist somit das älteste
Geschäftsmodell, das älteste Umsatzmodell, was es überhaupt gibt. Und da findet sich der deutsche Kaufmann auch wieder. Günstig einkaufen, teuer verkaufen. Das ist es, was sie in der Regel durchführen. Das ist deren Grundprinzip, wie sie Geld verdienen. Dann kann es auch sein, Financial Needs. Manchmal steckt das gesamte Geld alles in der Unternehmung. Das heißt, für eine Verrentung wird der Unternehmenserlös gebraucht. Vielleicht aber auch, um Darlehen zurückzuführen an die Familie, die das Unternehmen unterstützt haben. Strategic Orientation, wenn man vielleicht selber merkt, man ist zu klein, man hat aber ein super Produkt, aber es fehlt so der Leverage von dem großen Sales Network, dann bedient man sich dort auch vielleicht und trifft die Entscheidung, also eine Kooperation ist vielleicht nicht genug, sondern man möchte sich fester binden. Häufiges Thema, wird aber auch nicht so viel darüber gesprochen, ist einfach Burnout, die Erschöpfung. Unternehmensführung ist einfach eine Herausforderung. Ich denke, die Unternehmer hier in der Runde wissen, wovon ich spreche. Ich bin selber Unternehmer. Es ist immer ein schmaler Grat und das ist absolut auch fair zu sagen, man hat halt nicht mehr die Kraft und sagt, man gibt das Unternehmen vielleicht besser ab, wird auch dann seiner unternehmerischen Verantwortung gerecht, bevor man sich völlig aufzerrt. Und dann kann es auch absolut fair sein, dass man sagt, habe ich auch schon getroffen, die gesagt haben, ich habe einfach keine Lust mehr auf das, was ich mache, ich möchte noch was anderes machen. Und wenn man mit 40 vielleicht seine Unternehmung verkauft oder mit 50, dann findet man da vielleicht auch noch eine andere Aktivität, dann mit einem finanziellen Polster. Genau. Das sind wichtige Themen, also die rechte Seite sind wichtige Themen, dass man das bespricht, dass dort Offenheit herrscht, eine gewisse Transparenz ganz einfach. Genau. Kommen wir jetzt vielleicht mal zum Prozess selber. Und ich habe eine Einordnung vorgenommen, so wie ich den Prozess auch führe und wie sich das auch praktikabel erwiesen hat. Wir haben im Wesentlichen diese vier großen Phasen. Steigen wir doch gleich mal in die erste Phase in der Vorbereitung. Ja. Vorbereitung ganz wichtig. Die Vorbereitung sollte in Ruhe mit dem nötigen Zeitmaß vorgenommen werden. Und das Erste, was du warst, sprechen, ist die Transaktionsstrategie. Was für einen Verkauf reden wir eigentlich? Was ist die Motivation des Verkaufes? Was ist die Zielsetzung des Verkaufes? Zielsetzung bedeutet unter anderem auch Transaktionserlös natürlich, aber auch Zeitraum. Wie groß soll der Prozess gefahren werden? Soll ein Käufer nur in Europa gefunden werden, fahren wir einen globalen Prozess. Wichtig ist die Equity Story, die ich schon angesprochen habe. Was ist das, was für eine Story erzählen wir? Warum ist die eigene Unternehmung genau das super Target momentan, was erworben werden muss? Und das bedeutet ein bisschen Analyse erst, ja, Analysis, und dann kommt man zur Ratio. Und das muss man aufschreiben, transparent machen. Wir brauchen eine Liste von potenziellen Käufern. Das ist das Käuferuniversum. Und dort ist das so, wo kommen eigentlich Käufer her? Wie finde ich die einfach? Also einfach, ja, ist in Anführungszeichen, manchmal ist es einfach, manchmal etwas schwieriger. Ja, häufig kommt ein Käufer aus einer der drei Gruppen, Wettbewerber, Kunde oder Zulieferer. Ja, ich gehe vielleicht nochmal einen Schritt zurück oder zwei. Hier haben wir zum Beispiel Punkt Nummer 6, die vertikale Integration. Da könnte zum Beispiel ein Kunde herkommen, der in der Wertschöpfungskette vor oder nach ihrem Unternehmen ist und der sich entschieden hat, vorwärts oder rückwärts zu integrieren. Das könnte zum Beispiel ein Treiber sein. Ja? Das heißt, wir bauen dieses Käuferuniversum auf und die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Kunde, ein Wettbewerber oder ein Zulieferer ist, ist relativ groß. Warum? Weil er sie sehr wahrscheinlich kennt und wir uns einer sehr geringen Informationsasymmetrie gegenübergehen. Das ist sozusagen der Feind, gegen den wir permanent ankämpfen. Wir wissen alles, der Käufer weiß nahezu nichts und wir müssen diese Informationsasymmetrie, dieses Delta, möglichst klein bekommen, weil sonst verspürt der Käufer ein Maß an Unsicherheit und wird entweder nicht kaufen oder mit Risikoabstehen kaufen. Um diese Asymmetrie abzubauen, haben wir Marketingdokumente, Prozessdokumente. Wir brauchen also so ein knackiges Anschreiben, einfach ein Bewerbungsschreiben. Das machen wir immer alles auf Englisch. Also ich habe interessanterweise heute seit 15 Jahren das zweite Dokument in Deutsch erstellt. Und es ist mir tatsächlich sehr, sehr schwer gefallen, obwohl es meine Muttersprache ist. Aber weil wir halt ausschließlich Cross-Border-Transaktionen machen. Das heißt ein Coverletter. Mit dem Coverletter senden wir in der Regel einen Teaser raus. Das ist ein anonymisierter Einseiter, vielleicht auch zwei oder drei Seiten, je nachdem, was angemessen ist. Und damit ist das so, wie wir sagen, to whet the appetite. Also damit möchten wir Interesse, Appetit wecken und wir möchten jemanden dahin führen, dass er sagt, Mensch, ich möchte gern das Informationsmemorandum haben. Das IM kurz genannt, also ich finde in Klammern hier immer die
kurzen Bezeichnung. Und der Vortrag ist bewusst auch auf Englisch niedergeschrieben, dass sie vertraut werden, vielleicht den einen oder anderen auch mit Begriffen. Das ist nicht ganz unwichtig, auch hilfreich, den Prozess besser zu verstehen. So, naja, das ist also ein richtig inhaltsschwangeres Unternehmen. Beschreibung Ihres Unternehmens. Ja. Also das kann 40, 50 Seiten sein. Ich habe häufig mal die Aussage bekommen von den Unternehmern nach Abschluss des IAMs, dass sie sagen, Herr Peter, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt vollumfänglich begreife, was für ein Unternehmen ich geschaffen habe. Und das erste Mal wie in einem Buch, dass sie darüber lesen, was das alles beinhaltet. Und das war für mich auch immer wieder ein sehr ergreifender Moment, sehr faszinierend. Denn man geht natürlich davon aus, dass der Firmeninhaber das natürlich begreift und auch alles weiß. Aber es ist erstmal verschriftlicht zu haben, diese Macht der Verschriftlichung. Und das ist jedes Mal ein besonderer Moment auch. Das hinterlässt auch Spuren. Und dieses IAM muss bestimmte Qualitätsansprüche erfüllen, auch ein paar quantitative Ansprüche von der Menge der Informationen. Und das sehen wir raus unter einer Verschwiegenheitserklärung, so einem NDA. Und wenn dann jemand sagt, Mensch, ich bin da interessiert, dann haben wir noch eine Managementpräsentation. Die Managementpräsentation ist sozusagen eine presentable Version des IAM. Der letzte Punkt ist der wichtige und der entscheidende, und das ist das Finanzmodell. M&A, eine Firma verkaufen, ist ein, ich überspitze das mal etwas und sage, das ist ein sehr quantitativer Prozess. Am Ende des Tages werden wir nur zu den Zahlen sprechen. Momentan fahre ich einen Prozess, einen Verkaufsprozess in der Schweiz. Das einzige Dokument, was wir dort haben, und das ist ein bisschen dadurch bedingt, da gibt es schon drei Interessenten. Ich habe eine Situation vorgefunden, wo es drei Interessenten gibt. Es war die Frage, was brauchen wir für Prozessdokumente? Und ich habe gesagt, das einzige Dokument, was wir brauchen, ist eine 5-Jahres-Projektion. Ein integriertes Modell. Ein integriertes Modell besteht aus einer projizierten Profit and Loss, G&V, einer Planbilanz und einer Planliquiditätsrechnung für die nächsten 5 Jahre. Und dieses Finanzmodell, wenn Sie fragen würden, welches Dokument, also was ist das Mindeste, was wir erstellen müssen, können wir alles andere weglassen und wir nehmen das Finanzmodell. Das Finanzmodell summiert auch die vorherigen Dokumente faktisch auf. Im Finanzmodell muss alles wiederzufinden sein, was im IM und im Teaser beschrieben wird. Und das ist sehr wichtig, denn vom Finanzmodell leitet sich auch die Bewertung ab. Und das hilft uns, eine gewisse Bewertung durchzusetzen, Professionalität in den Prozess reinzubringen. Und ich sage mal, um Ihnen da einen Eindruck zu geben, wenn wir ein Finanzmodell erstellen, das hat also Wirtschaftsprüferstandard, ja, also wir werden von großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auch geprüft, das Finanzmodell, was wir erstellen, wenn da KPMG draufschreibt, dann sagen die super, also das ist praktisch von denen, sage ich mal, das ist sehr wichtig, das hat so ungefähr 15 Tabs, inklusive dem Bewertungsmodell, das wir haben. Und das ist sehr, sehr entscheidend. Vergessen Sie nicht, wir haben mit quantitativen Menschen zu tun, gerade in den PE-Fonds, das sind sehr analytische Menschen, die sind unheimlich zahlengetrieben. Und bei den Strategen sprechen wir mit der Corporate Development Abteilung oder mit dem Head of M&A zum Beispiel. Das sind auch natürlich Leute aus der PE-Industrie, das sind Menschen mit ganz starken quantitativen Fähigkeiten. Und dieses Modellieren, da muss man halt jemanden haben, der das liebt und der ein Faible für Zahlen hat. Und das ist eine Aufgabe, mit der wir häufig beginnen. Denn auch das Finanzmodell sagt uns, wie die Dokumente aussehen müssen. So, haben wir uns Zeit genommen für die Dokumentation. Das ist so die Schreibtischarbeit. Und dann ist das so, dann haben wir eine relevante Liste von Käufern. Und diese Käufer, diese Shortlist sozusagen, dort sind nicht nur die Käufer aufgeführt, also weil es hilft uns nicht viel zu sagen, es ist Johnson & Johnson in den USA oder es ist Pfizer, sondern innerhalb der Organisation identifizieren wir auch die richtigen Personen. Und das dann manchmal natürlich wissen wir das auch, natürlich wissen wir, wie das geht. Wir wollen mit CorpDev sprechen, mit dem Head of M&A, mit dem Chief Strategic Officer. Und da haben wir auch ein Gespür, bei welcher Unternehmensgröße sprechen wir mit welcher Person. Weil diese Stabsstellen haben Sie erst ab einer bestimmten Unternehmensgröße. Bei sehr großen Gesellschaften, ich sage mal, wenn Sie ab 500 Millionen Euro Umsatz, haben Sie in jedem Fall immer einen Head of CorpDev, einen Head of M&A. Wenn wir ein inhabergeführtes Unternehmen haben, ich weiß nicht, vielleicht mit 150, 200 Millionen Euro Umsatz, da spricht man vielleicht eher mit dem Geschäftsführer. Wir haben dann so einen Calling Plan, also wir arbeiten intern mit Pipedrive, wir setzen sehr viel Software ein, um Qualität und Effizienz zu erreichen. Das bedeutet, das wird bei uns aufgesplittet.
Das heißt, wir erstellen so einen Calling-Plan, wann wir wen anrufen, weil wir immer einen Anruf machen, bevor wir was rausschicken. Und die Sache zum Beispiel, man fängt zum Beispiel in den USA an, weil Distanz negiert Geschwindigkeit. Das sind die Langsameren, die brauchen immer etwas länger. Das heißt, wir fangen in den USA an, vielleicht in China, Südkorea, Japan. Und dann nennen wir uns Europa, dort, wo wir eine kürzere Response-Zeit haben. Was wir als erstes versuchen ist, und das ist das Zwischenziel, wir wollen den möglichen Käufer mit Ihnen als Firmeninhaber oder als Repräsentant der Firma, als CEO in Verbindung bringen. Bevorzugt bei einem Meeting oder erstmal auf einem Videocall. Videocall hat sich stark etabliert aufgrund Corona, haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Da gibt es ein Briefing vorweg und dann gibt es dort eine Stunde, wo wir eine super Bühne für Sie schaffen, gut vorbereitet, wo Sie, wir sagen, Ihre Dog and Pony Show abhalten können. Diese Videocalls, das ist so ein bisschen Mittel zum Zweck, denn kein Verkauf ohne persönliches Treffen. Das heißt, wir wollen das dann auch zu Meetings hin eskalieren. Und dort organisieren wir dann häufig eine sogenannte Hell Week. Das bedeutet, wir haben dann 2 oder 3 Tage, an denen die Treffen stattfinden. Eins dort am Vormittag, eins dort am Nachmittag zum Beispiel, jeweils 3 Stunden mit 2 Stunden Pause dazwischen. Da richten wir uns aber natürlich auch an unsere Klienten. Manche sagen, ich schaffe halt eins gut, ja, ein Treffen gut. Manche sagen, wir können auch 3 machen. Und das Gute bei dem Verkaufsprozess ist, dass in der Regel der Käufer zu Ihnen als Target hinkommt, ja. Bei Fundraising ist es eher so, dass man eher rausgehen muss zu den Investoren. Aber hier ist der Vorteil, und das ist im überwiegenden Fall der Fälle, ist das auch so, kommt der Käufer zu Ihnen hin. Und wir organisieren das dann. Und dann geht es dann in den Treffen darum, sich zu socialisen, kennenzulernen, auch Mittagessen, Abendessen zu haben, über die Vision zu reden, sich kennenzulernen, die Chemie abzuchecken. Dann haben wir vielleicht hier noch den Punkt, den möchte ich noch erwähnen. Newsflow-Management hebe ich nochmal hervor. Wir brauchen Neuigkeiten im Prozess. Wenn wir den Anspruch erheben, dass das Target, die Firma, was ganz Außergewöhnliches hat, dann muss sich diese Außergewöhnlichkeit auch in einem permanenten starken Wachstum widerspiegeln. Das bedeutet, im Prozesszeitraum brauchen wir schon die ein oder andere Information, eine News. Neuer Kunde gewonnen, neue Geografie betreten, vielleicht jemand im C-Level angestellt, also schon eine gewichtige Information und davon 2, 3 News. Das ist unheimlich wichtig und diese News Generation und Verteilen darf bis zum Ende nicht aufhören. Es ist immer schön, ein Videocall und ein Meeting zu beginnen mit hier 3 Neuigkeiten aus der Firma. Ja, erste Mal, was weiß ich, 20 Millionen Euro Umsatz erreicht. Wir haben den ersten Kunden in den USA gewonnen. Wir haben einen neuen Vertriebsleiter von einem großen Corporate abgeworben mit viel Erfahrung. So etwas. Sie müssen Bewegung zeigen. Der Prozess hat bis hierhin schon, ich komme nochmal zum Zeitstrahl, der Prozess hier, wir sind halt vielleicht nur so 6 Wochen im Marketing. Die wissen, das heißt, wir sind ungefähr 3, 4 Monate im Prozess. Da müssen wir füttern. Wir machen in diesen Meetings, das ist der letzte Punkt, In-Depth Discussions statt. Ja, dafür sind die Meetings und die Videocalls gedacht, ein intensiver Austausch. Wir sorgen dafür einfach, dass der Käufer seine Fragen adressiert, Komfort bekommt. Das ist schon so etwas wie eine Initial Due Diligence. Due Diligence ist die Sorgfältigkeitsprüfung, die sich gleich nochmal wiederfindet. Nach der Hell Week eskalieren wir das hin zu einer vorläufigen, unverbindlichen Interessensbekundung. Dazu setzen wir im Prozess so ein Process Letter ein. Das ist eine Anleitung für die Käufer, wie wir den Prozess fahren. Das tun wir, um die Kontrolle über den Prozess zu etablieren und zu erhalten und das alles ein bisschen zu ordnen. Denn wir möchten ja alle Angebote zum gleichen Zeitpunkt haben. Sonst wird es ein bisschen schwierig mit der Vergleichbarkeit. Ein Angebot ist immer schön, aber auch schlecht, weil da sage auch ich als Experte, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, das ist ein gutes Angebot, ein schlechtes Angebot. Wir haben keine Vergleichsmöglichkeit. Und was auch schlecht ist, wenn wir ein Angebot nach 6 Wochen bekommen, dann würde ich sagen, oh, das ist jetzt ein bisschen früh, weil die anderen Parteien vielleicht auch noch 6 Wochen brauchen, die anderen Interessenten. Und das bekommen wir regelmäßig hin. Also wenn ich jetzt mal zurückerinnere, war das noch nie eine große Herausforderung. Das sage ich mir über diesen Process Letter. Und wir bekommen dann entweder ein Termsheet oder Letter of Intent. Termsheet ist mir so ein bisschen tabellarisch. Das kommt so ein bisschen aus dem kontinentaleuropäischen Bereich. Letter of Intent ist eher wie ein Brief geschrieben, kommt eher so aus dem angelsächsischen Bereich, sind halt gerne Storyteller, sind letztendlich beide Synonyme, sind gleichwertig, ein unterschiedliches Layout, würde ich mal sagen. Termsheet wird eher bei Fundraisings benutzt, Letter of Intent eher bei Verkäufen. Aber letzte Woche habe ich zum Beispiel ein Termsheet erhalten von einem deutschen PE für einen Tag in der Schweiz.
Da habe ich aber auch nicht die Deutungshoheit drüber. Und das ist wirklich auch tatsächlich so, man synchronisiert sich dort mit dem Käufer, das mache ich dann. Und ich frage einfach, wie ist der Prozess bei euch? Arbeitet ihr mit einem Turnsheet? Ist ein LOI zu erwarten? Welche Dokumente setzt ihr ein? Arbeitet ihr auch mit einer Indication of Interest? Die würde vielleicht vorher kommen. Entscheidend für Sie zu wissen ist, nahezu alles, was im Termsheet und im Letter of Intent steht, ist unverbindlich. Auch die Bewertung. Die einzigen Punkte, die dort verbindlich sind, rechtlich gesehen, ist die Verschwiegenheit. Und falls wir einen Jurist dabei haben, dann bitte ich gerne um Ergänzung und Korrektur. Die Verschwiegenheit ist bindend und das dort findet sich in der Regel eine Klausel, dass jeder seine eigenen Kosten trägt, dieser Due Diligence, diese Sorgfältigkeitsprüfung, die der Käufer durchführt. Wir nehmen die Letter of Intents an, die hoffentlich alle zum gleichen Zeitpunkt kommen. Dann werden die transparent gemacht, vergleichbar. Das ist manchmal nicht ganz einfach bei 15 Seiten. Es gibt nicht nur monetäre Ausstattungsmerkmale, sondern auch ein paar rechtliche. Dann wird sich entschieden. Dann wird da noch, wir nennen den Effekt so, oder diese Phase auch Scrubbing, es wird so ein bisschen gerieben. Das heißt, wir werden versuchen, die Konditionen zu verbessern, also Bewertung hoch, sowas wie Garantien, möglichst wenig Garantien abgeben. Und dann, wenn Sie sich als Verkäufer für einen entschieden haben, dann geht es mit denen in die Haupt-DD, die Haupt-Due Diligence, die Sorgfältigkeitsprüfung, das ist viel wirtschaftlich, rechtlich, steuerlich. Wir setzen dazu ein VDR auf, das ist ein Virtual Data Room. Dort packen wir alle Informationen rein, alles, was der Käufer sehen muss. Da haben wir eine gewisse Erfahrung. Den Datenraum, den erstellen wir schon in der Preparation Phase praktisch parallel. Und dann ist er zu 80-90% auch fertig. Parallel zum Datenraum wird der Sales and Purchase Agreement, das SPA, entworfen. Das ist das finale große Dokument. Das hat so vielleicht 30 bis 40 Seiten. Das hat 20 bis 30 Anhänge. Das ist ein bisschen branchenabhängig. Und das wird parallel zur DD verhandelt. Und spätestens dort bauen wir auf unserer Seite auch einen Lawyer. Der Grund dafür ist, dass ich nicht steuerlich und rechtlich beraten darf, es nicht richtig kann und auch nicht möchte. Und für die Legal Terms brauchen wir also einen Lawyer. Das ist eine Ebene im SPA. Die zweite Ebene sind die kommerziellen Themen. Da ist aber auch jedem transaktionserfahrenen Lawyer bewusst, dass das dann die Domäne ist des Investmentbankers. Und das ist das, was ich dann verhandle. Ja, wenn die DD erfolgreich abgeschlossen worden ist, es gibt keine Red Flags, keine Leichen im Keller, gehen wir mal vom Idealfall aus. Die DD dauert bei einem gestandenen Unternehmen ungefähr 2 bis 3 Monate. Bei kleinen Unternehmen kann man das auch mal in 6 Wochen schaffen. Dann ist das SBA fertig. Dann wird die DD abgeschossen. Da gibt es einen Report zu. Das sind ja auch von der anderen Seite Lawyer und Wirtschaftsprüfer mit involviert. Die machen einen Abschlussbericht. Und dann, wenn das erfolgversprechend alles ohne Probleme durch ist, dann kann man zum Notar gehen. Deutschland braucht man Notar. In manchen Ländern geht das sogar ohne Notar, zum Beispiel in der Schweiz, wenn man keine Statuten ändert. Ja, und dort wird dann unterzeichnet. Das nennen wir dann das Signing. Und manchmal ist es so, das ist bei kleineren Firmen, manchmal ist das Signing und Closing am gleichen Tag, weil manchmal gibt es noch so aufschiebende Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit der Vertrag gültig ist. Je größer die Firma wird, umso größer, also das ist vielleicht etwas Vereinfachung, aber aus meiner Erfahrung heraus, je größer eine Firma ist, umso mehr Zeit zwischen Signing und Closing. Dass die Klienten, die wir häufig haben, da ist das sehr zeitnah. Manchmal ist es schon mit dem Signing, hat man auch manchmal das Closing. Genau. Da seht ihr jetzt mal so den Zeitstrahl. Da komme ich zurück zu der eingangs erwähnten Umfrage. Es freut mich, dass Sie da sehr richtig gelegen haben. Also Sie haben alle die richtige Antwort gegeben. Typischerweise brauchen Sie 9 bis 12 Monate reine Prozesszeit, um das zu tun, was ich hier gezeigt habe. Ich möchte da nochmal präziser sein, weil ich kann nicht für alle sprechen. Wir bei GCF benötigen so viel Zeit, um das zu bewerkstelligen. Es ist auch möglich, eine Firma, und das tue ich gerade, innerhalb von 6 bis 8 Wochen zu verkaufen. Das ist aber eine Situation, wo ich vom Unternehmer angerufen werde und der mir geschildert hat, ich werde hier von 3 Investoren, von 3 Käufern bedroht mit Angeboten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß weder, ob meine Firma verkaufsfähig ist. Ich weiß auch gar nicht, ob die Angebote gut sind. Und das ist etwas, wenn er sagt, ich habe aber den festen Wunsch jetzt zu veräußern. Ich lasse mich dadurch triggern. Also das ist so der opportunistische Grund, auch zu verkaufen vielleicht. Dann ist das etwas, was man auch in 8 Wochen schaffen kann.
nur mit dem Finanzmodell. Aber das ist so die typische Prozesszeit für einen fully-fledged Process, wie wir sagen, da, wo wir alles from scratch starten und machen. Meine allererste Transaktion, das war ein Verkauf aus Holland in die USA an Dow Corning. Das waren 10 Monate. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass das mit einer der schnellsten Transaktionen ist, die ich hier durchgeführt habe, für einen Fully-Fledged-Prozess. Die kürzeste Transaktion war ein Verkauf von München nach Nordamerika, nach Kanada, an eine börsennotierte Gesellschaft unter Corona-Bedingungen. Und da haben wir 2 Monate für gebraucht. Da war der Käufer aber auch schon da. Gucken wir mal nach den sogenannten Red Flags. Red Flag ist so ein stehender Begriff. Ich benutze das hier so ein bisschen doppeldeutig für die Verkäuferseite. Die Käuferseite führt auch manchmal so ein Red Flag-Analyse durch. Das heißt, sie gucken einfach, ist dort irgendein gewichtiger Grund, die Firma nicht zu verkaufen? Das kommt dann im Rahmen der DD raus. Da schauen wir aber schon vorher nach, ob es dort etwas gibt. Und wir gucken auch, ob wir das heilen können. Aber was empfinde ich als Red Flags? Was ist nicht so gut? Bad Timing. Also wir sagen, so intern ist ein geflügelter Spruch, it's all about timing. Und das hat zwei zeitlichen Ebenen. Das ist so ein bisschen wie Wetter und Klima, Mikro und Makro. Einmal ist das so, wo finden wir eins eigentlich im Jahr? Also wenn jetzt einer von Ihnen zu mir kommen würde, jetzt morgen und sagt, Mensch, Herr Peter, Sie haben einen seriösen Eindruck gemacht, ich glaube, Sie sind da kompetent, ich möchte meine Firma verkaufen, dann ist das so, da müssen wir erstmal in den Kalender reingucken, weil wir typischerweise 2 ideale Entry Points haben im Jahr. Das ist einmal der 2. Januar und normalerweise der 1. September. Dieses Jahr ist der 4. September, weil der 1. September ist ein Freitag und da gehen wir nicht raus. Warum? Weil wenn wir Anfang Januar rausgehen, haben wir genug Zeit, bevor das Sommerloch kommt. Wenn wir im Anfang September rausgehen, haben wir genug Zeit, bevor der Winterschlaf beginnt. Das sind Phasen im Jahr, das sind feste Determinanten. Es ist jedes Jahr der gleiche Ablauf. Von Mitte Juli bis Ende August läuft gar nichts. Und von Mitte Dezember bis Mitte Januar läuft gar nichts. Da sind wir Deutschen noch relativ moderat, aber versuchen Sie mal Midsommer jemanden in Skandinavien zu erreichen oder versuchen Sie mal im August jemanden in Frankreich zu erreichen. Dann werden die schon sagen, dass das ein bisschen ungünstig ist. Das heißt also, was wir versuchen zu erreichen, ist, dass wir vor dem Sommerpause, vor dem Dornröschenschlaf im Winter genug Traction erzeugen, um eine schriftliche Interessensbekundung zu bekommen. Denn wenn wir die haben, dann ist eine sehr hohe Chance, dass wir mit der Due Diligence in den Pausen durchführen. Weil wenn alle den Deal wollen, dann fährt keiner in den Urlaub. Und das haben wir selber auch schon erlebt, als wir die eine Firma an Fabersoft verkauft haben. Da haben wir zwischen den Jahren, also dieser Zeitraum zwischen Weihnachten, Heiligabend und Silvester, waren alle im Büro und wir haben die DD durchgeführt, wir haben das SPA gedraftet und wir waren dann, ich glaube, Ende Januar waren wir dann beim Notar. Das ist also sozusagen das Mikro-Ebene, Mikromanagement, das heißt, man muss immer diskutieren und sprechen, wie jetzt zum Beispiel April, ist so ein bisschen eine kritische Phase. Ich habe gesagt, wir brauchen 2 Monate für die Dokumentenerstellung. Selbst wenn es nur 6 Wochen sind, sind wir Ende Mai. Wir würden Juni mit der Ansprache beginnen. Mitte Juli sind alle weg. Wir reden mit Familienvätern. Da sind Ferien. Die sind einfach weg. Da kann man tun, was man will. Und die andere Sache ist, dass man auf das Marktsentiment schauen muss, auf das Übergeordnete, das ist das Makro-Picture, die Makroökonomie. Und da gehe ich später nochmal drauf ein, ganz am Ende. Wo wir dann auch nochmal gucken werden, wer kauft überhaupt. Dann Personal Fit, es muss zwischen beiden Seiten passen, da muss eine gute Chemie da sein, Mann. Das ist Bauchgefühl, das ist Herz. Da, wo Sie die Firma hinverkaufen, Sie werden noch 2, 3 Jahre in der Firma mit dabei bleiben müssen, sonst wird wahrscheinlich keiner kaufen. Sie sind Key Person, ja, Key Persons müssen definiert werden, das sind Sie vielleicht selber, das sind vielleicht 3, 4, 5 Leute. Je größer die Firma, umso unkritischer wird das. Aber Sie haben so ein Key Person Issue, wenn es eine Person ist, versucht auch ein Käufer immer sofort noch Management mit dazu zu ziehen, eine zweite Ebene einzuziehen, weil der fragt sich immer, was passiert, wenn die ausfallen. Das ist ein gewisses Risiko für den. Und deswegen muss Chemie, it's a people business. Ja. Company Valuation ist bei Mittelstandstransaktionen, würde ich sagen, der Nummer 1 Grund, warum Transaktionen nicht klappen. Das heißt, die eigene Wertvorstellung über die Unternehmung matcht nicht mit den Preisvorstellungen des Käufers. Das ist ein wichtiger Punkt, den man gleich am Anfang gestanden und mit offenem Visier diskutieren muss. Da kann es Determinanten geben, wie zum Beispiel, es muss ein bestimmter Erlös da sein, um in die Rente gehen zu können. Es muss vielleicht ein bestimmter Erlös da sein, um Steuerschulden zu bezahlen, whatever. Wir ermitteln ein Fair Market Value.
Ein Fair Market Value ist ein Wert, den das Asset, den den Käufer bereit sind, für das Asset am Markt zu bezahlen. Und dieser Fair Market Value ist halt, das ist so ein Begriff, ein wichtiger Begriff. Wir leiten nach einer allgemein anerkannten Methode eine Bewertung her, die hoffentlich auch dem gefühlten Wert des Verkäufers entspricht, aber auch gleichzeitig es dem Käufer ermöglicht, diese Transaktion zu vollziehen. Ein sehr entscheidender Punkt, sehr emotional und wie gesagt, im Tech-Bereich weniger, aber bei Small-to-Mid-Cap-Transaktionen, wenn man den Punkt am Anfang nicht, also zwischen Klient und Berater, wenn man dort nicht Common Ground findet, dann passt das nicht hin. Und da sage ich auch, diese Erfahrung habe ich selber auch schon gemacht. Und der Käufer war schon da mit 15 Personen. Und auf einmal änderten sich die Wertungsvorstellungen des Klienten. Das kann halt auch passieren. Dann ist das so, es gibt noch einen häufigen Grund, warum Transaktionen nicht funktionieren. Und das ist ein Lack of Company Performance. Das bedeutet, aus meiner Beobachtung ist das so, dass das viele, ja, schon ein nicht unerheblicher Teil der Firmen dann die Performance nicht bringen, die projiziert wurde. Das hat häufig äußere Umstände, wie zum Beispiel Corona, Lieferkettenschwierigkeiten, Zinserhöhungen. Da muss man dann auch mit umgehen können. Das bedeutet nicht zwingend vielleicht, dass eine Transaktion nicht stattfindet, aber es hat definitiv einen Impact auf die Bewertung. Wir reden über einen Transaktionszeitraum von 9 bis 12 Monaten. Da tut sich einiges. Wir haben eine Projektion, die ziehen wir ja auch nach. Also das heißt, die projizierten Zahlen werden durch gebuchte ersetzt. Und da muss man dann halt auch gucken, dass das passt. Ich mache mal zügig hier weiter. Eine Sache vielleicht, wenn es um Negotiation Skills geht, also wenn man gut verhandelt, ich lege Ihnen mal am Herz, dieses Buch zu lesen. Warum ist das so wichtig, das Buch? Weil viele, viele in Nordamerika haben sehr gut studiert und die waren vielleicht in Harvard. Und in Harvard gibt es eine Harvard Business Class, ein Business Course, und der ist professionelles Verhandeln. Das heißt, sehr schlaue Menschen, der Roger Fisher und der William Urey, die haben sich Gedanken gemacht, professionell, akademisch, wie man darüber verhandelt. Die unterrichten seit 20 Jahren, wie man verhandelt. Und ein ganz smartes Ding ist, das zu lesen und das zu wissen, was die andere Seite weiß. Und ich kann dieses Buch nur ans Herz legen, weil wenn Sie das gelesen haben, dann wissen Sie wahrscheinlich das, was jemand aus Nordamerika auch weiß zum Verhandeln. Und das ist dann sehr hilfreich. Genau, was sind die Erfolgsfaktoren? Ein guter M&A-Advisor. Nehmen Sie einen, der viele Transaktionen durchgeführt hat in general, der möglichst einen Track Record hat in Ihrer Industrie, wo die Chemie stimmt, jemand, wo Sie merken, der ist wirklich 24/7 für Sie da, mit kurzer Response-Zeit, der schnell bei Ihnen ist, Sie besucht, mit Ihnen sprechen möchte, sich für das Geschäft interessiert und auch schon mal ein bisschen so in Vorleistung geht, mal ein bisschen Research betreibt, mal für Sie Transaktionen raussucht, was so läuft im Markt, einfach einen aktiven Austausch gestaltet. Sie brauchen einen Lawyer, der kommt ein bisschen später mit dazu. Und könnte ich auch zum Beispiel mal einen Vorschlag machen. Da sollten wir auch jemanden nehmen, der einen guten Track Record hat. Also nicht jemanden, der 5 M&A-Transaktionen im Jahr macht. Vielleicht auch nicht unbedingt den, der 5 Transaktionen momentan macht, was auch nicht schlecht wäre. Aber es ist auch ein bisschen eine Preisfrage. Und das ist sehr viel wert, diese beiden Berater. Dann haben wir so ein bisschen Datenraum. Das ist so Technicalities. Wissen, was wir brauchen, einen sehr guten Datenraum, der sich gut administrieren lässt. Unter Umständen einen externen Tax-Advisor, wenn die Textstruktur ein bisschen kompliziert ist. Da reicht unter Umständen Ihr Steuerberater nicht aus, mit dem Sie wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben, der wahrscheinlich auch als erstes weiß, von der Transaktion erfährt. Mit dem kommuniziere ich auch viel. Aber es kann sein, dass wir einen Transaktionssteuerexperten dazu nehmen müssen. Und unter Umständen ist eine Insurance, eine M&A-Insurance noch von Interesse. Das ist vielleicht ein Success-Faktor, ein Sicherheitsfaktor. Schützt die Verkäuferseite oder schützt, sag ich mal, würde man so sagen, formulieren, beide Seiten vor Schaden. Die Frage ist immer ein bisschen, was kostet das auch? Ein M&A-Prozess ist wahnsinnig teuer. Und ich habe hier mal, das sind so ein bisschen meine Erfahrungswerte, ein bisschen zusammengefasst. Wenn ich jetzt drüber gucke, sage ich, ist vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen. Aber Sie haben so abgestuft, im Schnitt sind es so beim M&A-Advisor vielleicht 3,5% plus einen monatlichen Retainer, den Sie bezahlen. Das heißt also, bei dem kriegt er es auch nur so richtig, wenn er erfolgreich ist und für Sie gute Konditionen rausholt. Er ist also motiviert, viel rauszuholen. Und typischerweise arbeiten Sie so mit Thresholds. Also sagen wir mal, wenn die Unternehmenswertung 30 Millionen ist,
dann kriegt er für 10 Millionen ein bisschen was, für 20 auch, 30 fängt das an Spaß zu machen und wenn es über 30 wird, also wenn es auf sein Verhandlungsgeschick ankommt, dann bekommt er mehr. Beim Lawyer ist das so, ich habe das mal mit 0,1 bis 0,2% eingeschätzt, so im Schnitt vielleicht 40.000. Ja, also ein Lawyer nimmt vielleicht so die Stunde 400, 550 Euro. Der braucht für die Erstellung von dem SBA irgendwie zwischen 7.000 und 10.000 Euro und da kommt so ein bisschen darauf an, wie kompliziert die Idee ist. Technicalities, also der Virtual Data Room, so 0,1. External Tax Advisor optional, Insurance auch optional, so zwischen 1, 1,2% vielleicht. So, dass Sie hier mit 8%, muss ich jetzt dazu gestehen, ist es, wenn ich die Thresholds einrechne unter Punkt 1, kommt man vielleicht, ist man ein bisschen niedriger, also jedenfalls unter 8%. Das heißt, ich würde hier nochmal sagen, 5 bis 8% ungefähr. Das ist das, was Sie in die Hand nehmen müssen. Ich rate Ihnen auch, das in die Hand zu nehmen. Prüfen Sie die Berater, prüfen Sie Leute, challenge Sie die richtig, holen Sie Referenzen ein, lassen Sie sich Tracker zeigen, sprechen Sie mit ehemaligen Kunden. Ist eine unternehmerische Entscheidung, die Sie treffen, zu verkaufen? Ist das unternehmerische Risiko, was Sie tragen, einen Berater zu beauftragen, der Ihnen hilft? Unternehmerisches Risiko trage ich als Advisor zum Beispiel nicht. Ne? Ich habe gesagt, gucken wir mal, wer kauft und wie überhaupt auch das Sentiment ist. Wie sieht eigentlich die Makroökonomie aus? Und wenn wir jetzt global gucken, sehen wir hier einmal den Verlauf. Das ist das Deal Volume, also Transaction Volume, TV oder Deal Market Value. Und da sehen wir insgesamt eine leicht positive Entwicklung hin zu 2022. Dann haben wir einen Drop gehabt aufgrund Corona. Und was Sie hier stark in Rot sehen, das ist Corporates, die kaufen, Corporate M&A. Und das helle Grau, was Sie sehen, sind Financial Investor. Und diese ganz dünne, rote, rötliche Linie, das ist zum Beispiel PEs, die kaufen. Und da sehen Sie schon, eine sehr wahrscheinliche Käufergruppe sind Corporates, sind Strategen. Das ist der Wunschkäufer. Die haben tiefe Taschen. Die zahlen in der Regel höhere Bewertungen als PEs. Wir haben ja gelernt, der Gewinn liegt im Einkauf. Corporate sind da unter Umständen aber auch ein bisschen langwieriger und komplizierter. Der Prozess ist ein bisschen mehr Blackbox, viele Ungereimtheiten. Manchmal muss man die auch noch educaten, wie so ein Prozess abläuft. PEs sind Profis, da geht das total schnell. Die machen nichts anderes, als den ganzen Tag, sage ich jetzt mal, so noch Firmen zu erwerben. Nochmal ganz kurz einen Ausblick. MedTech, wie sieht dort der Verlauf aus? Andere Quelle, da sehen Sie so einen ähnlichen Kurvenverlauf. Nur ganz kurz, wir haben eine andere Skala, das ist 2000 bis 2022 und das ist 2011 bis 2022. Wir sehen, das ist so mal, wenn ich gucke, da bewegen wir uns so im, sagen wir mal, im 100 Billionen Bereich, was stattfindet. Das ist die linke Skala. Rechts sehen Sie den Deal Count, also 200, 250 vielleicht. Und hier sind wir, hier haben wir keine Dealanzahl, aber hier sind wir im Trillionenbereich, ja, also 6 Trillionen US-Dollar Dealvolumen in 2021. Und hier haben wir ungefähr knapp 90 Billionen Dealvolumen im MedTech-Bereich. Das ist etwas, was man sich auch angucken kann. Denn eine Sache kann man nicht tun. Man kann nicht gegen den Markt agieren. Wir können mit vielem umgehen. Aber wenn das Sentiment, die Marktentwicklung schlecht ist, dann ist es so, da muss man ernsthaft überlegen, ob es ein gutes Timing ist. Das Sentiment momentan für Small-to-Mid-Cap-Transaktionen und 2022 ist hier nicht komplett dargestellt, ist noch positiv, der Markt ist noch intakt. Large-Cap findet nicht mehr statt. Das heißt also, momentan haben wir schon noch ein Window of Opportunity. Genau, und wir müssen jetzt mal gucken, wie sich Zinsen entwickeln. Das ist eigentlich der alles entscheidende Faktor, der alles subsumiert. Wenn Sie noch Fragen haben, und dann können Sie sich jederzeit an mich wenden. Da ist meine Mobilnummer. Sie können gerne antesten, ob ich immer erreichbar bin. Das ist ja ein bisschen Profession, aber auch schon ein bisschen Obsession. Ich stehe gerne für weitere Fragen zur Verfügung im Nachgang. Sie können mir auch eine WhatsApp schreiben. Da werde ich alles beantworten, was reinkommt. Und da können wir auch gerne mal ein vertrauliches Gespräch führen. Oder ich gebe Ihnen mal ein paar Antworten zu ein paar spezifischen Fragestellungen, die Sie auch haben. So. Das war jetzt mal etwas in der Länge der Prozess. Ich hoffe, es war ein bisschen was für Sie dabei. Und vielleicht haben wir noch ein paar Minuten über der Zeit für Fragen.
Super, vielen Dank. Genau, dann würden wir direkt in den Frage- und Antwortteil überleiten. Gerne Kamera und Mikro einschalten. Wir sind eine kleine Runde. Und ich darf direkt auch schon mal eine Frage aus dem Chat kommentieren. Und zwar geht es um das Thema Bewertung. In dem Segment Life Science Startups sind Discounted Cashflow Modelle häufig schlecht geeignet, weil keine Erlöse in den kommenden Jahren, sondern multiple Bewertungen mit Vergleich, die jetzt eher genutzt. Welche Quellen sind aktuell gute und freie Referenzen? Genau, prima. Genau. Wäre da die Frage. Komm ich gleich zu. Ich möchte auch gerne hier, ich sehe noch davor einen Kommentar von Herrn Ronald Eppeck. Vielen Dank dafür. Das gefällt mir sehr gut. Sie sagen, Unternehmensnachfolge beginnt mit dem Tag der Unternehmensgründung. Und das ist eine Kultur, das ist ein Mindset, was ich mir speziell in Deutschland sehr wünschen würde. Denn in den USA ist das so, wenn Sie ein Unternehmen gründen, gründen Sie faktisch immer sofort einen Beirat mit. Und das ganze Team, einer der ersten Tagungspunkte, die mit draufkommen, ist, how to sell the company. An wen verkaufen wir eigentlich in 5 bis 7 Jahren? Wir Deutschen sagen, da ist ja noch ein bisschen viel Zeit drin. Ich fange mal in 3, 4 Jahren an, aber nein. Das würde ich mir wünschen, das würde meine Arbeit viel erleichtern und es würde auch zu besseren, höherwertigen Transaktionen führen. Das nochmal ganz kurz dazu. Bin ich sehr dankbar dafür, jemanden zu treffen, der auch diese Wahrnehmung hat. Thema Bewertung. Ja, was wir machen ist, ich erzähle vielleicht mal, wie wir uns der Bewertung nähern. Das ist, ich sage mal, das ist einfach ein Standardprozess, den wir durchführen. Das machen wir einfach erstmal unabhängig von der Branche, weil auch die Käuferseite das so anwendet. Wir ermitteln in der Regel ein Blended Value. Das heißt also, wir erstellen ein DCF-Modell und ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, keinen Klienten gehabt, wo es uns nicht möglich war, 5 Jahre in die Zukunft zu projizieren. Dann nehmen wir dazu Market Multiples. Das bedeutet, wir gucken nach Transaktionen, die stattgefunden haben. Da weist eine Minderheit Bewertungen aus. Wenn börsennotierte Unternehmen kaufen, ist es relativ einfach, weil wir können den Jahresabschluss schauen, die müssen das ausweisen. Und wir gucken nach Public Companies, wo wir uns selber auch ein Indiz zusammenbauen können aus geeigneten Firmen. Das ergibt ein Blended Value, den gewichten wir in der Regel 50, 25, 25. Darüber hinaus gibt es noch 2, 3 Methoden, Venture Capital Methode zum Beispiel, die wir auch anwenden. Das heißt aber, dass wir typischerweise in der Regel mit unserer Bewertungsermittlung, dass der Methodik gefolgt wird. Das ist nämlich der erste Schritt. Die andere Seite muss akzeptieren, die Methode, mit der wir die Bewertung herleiten. Und wir wissen, dass sie die Bewertung auch nach dieser Methode herleiten. Und dann ist das eine Basis zum Verhandeln. Life Science ist aus meiner Wahrnehmung sehr anspruchsvoll. Und ich würde Life Science auch immer etwas her als ein irgendwie ein gesonderter Sektor zu allen anderen Sektoren sehen, denn mit Life Science hat ein erhebliches Risiko. Es ist der Sektor mit dem höchsten Risiko und das Risiko würde ich hier definieren als Geld, was in eine Firma reingeht und was rauskommt, denn wenn ich mich gerade in der Therapie bewege und da spielt ja besonders die Musik und Diagnostik ist auch sehr anspruchsvoll, gerade dort ist ja so, dass man da unter Umständen ein Verhältnis hat von 100 Millionen zu 1 Milliarde. Und das ist ein Ratio, vielleicht ein Multiple so von 10, was man reinsteckt und rausbekommt, wie bei anderen. Aber dort sind die Summen viel kleiner, die absoluten Summen. Und genau, und konkret zur Frage, Quellen sind aktuell gute und freie Referenzen? Ich würde hier auch sehr stark dazu tendieren, weil Life Science ist eine relativ große und transparente Branche, nicht so wie Telekommunikation zum Beispiel, wo Bewertungen deutlich einfacher sind. Es gibt eine sehr gute Datengrundlage. Ich würde hier wahrscheinlich zu einer Übergewichtung von Marktmultiples tendieren, aber das DCF würde ich nicht aus den Augen lassen. DCF ist so der innere Wert, dann haben wir den äußeren Wert und wir müssen auch gucken, wie sind die Abstände dazu. Ist eine Diskussion, die ich von gestern über Nacht bis heute hatte. Wir haben eine Bewertung erstellt, wo der innere Wert deutlich über den äußeren, dem Marktwert steht. Das ist halt auch, wo man drauf achten muss. Das sind so ein bisschen die Feinheiten. Am besten ist, wenn das Gap nicht so groß ist. Und Herr Petersen, wenn Sie da eine sehr, sehr konkrete Frage haben, dann ist das so, dass mein Team und ich gerne bereit sind, einmal indikativ eine Aussage zu treffen, was wir können, wenn wir Mindestmaß an Informationen haben. Ich hoffe, dass ich für den Moment erstmal da ein bisschen Input geben konnte. Gibt es denn weitere Fragen aus dem Publikum? Doch ein sehr sensibles Thema auch. Ich denke, also,
Team, du hast es schon gesagt, man kann dich im Nachgang auf jeden Fall kontaktieren. Also, ein Verkauf, genau wie du sagst, Julia, ein Verkauf ist ein extrem sensibles Thema. Das ist ja auch ein Prozess, der in der Anonymität erstmal unter einer Blanket stattfindet, auch intern gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber Kunden und Zulieferern. Es wird immer Change of Control. Das heißt, deswegen weiß ich auch, wie sensibel das ist, auch wenn man sich mit dem Gedanken beschäftigt, eine Firma zu verkaufen. Von daher ist einfach auch das Angebot, dass ich da gerne helfe und einfach Feedback gebe, als Sparringspartner zur Verfügung stehe. Also ich habe immer so 2-3 Stunden die Woche als Helpdesk reserviert, weil ich viele Anrufe bekomme. Und die Folien bekommen Sie, das ist hier, sehe ich noch als Frage, die Folien werden zur Verfügung gestellt. Die Kontaktdaten sind am Ende. Wie gesagt, am besten ist immer WhatsApp oder Handy. Und ich rufe in jedem Fall immer zurück auch. Genau. Nachgang gibt es die Slides. Wenn jetzt insofern keine Fragen mehr auftauchen, glaube ich, ist das auch der perfekte Übergang. Zusammen mit den Slides wird auch ein Feedbackbogen verschickt, wo wir uns gerne über Feedback freuen, welche weiteren Themen Sie vielleicht darüber hinaus noch interessieren. Außerdem laden wir Sie auch gerne noch zum MedTech Summit und der MedTech Live in Nürnberg von 23. bis zum 25. Mai dann ein. Haben wir ein spannendes Kongressprogramm mit vielen verschiedenen Themen, MDR, Startups und Co. ist vielleicht dann für Ihre Kollegen und Kolleginnen dann auch interessant, vorbeizuschauen. Da schicken wir einen Code für ein kostenloses Eintrittsticket mit. Und da sind dann eben auch die Slides mit den Kontaktdaten vom Timo mit dabei. Dann gerne Kontakt aufnehmen. Insofern sind wir ein paar Minuten auch schon über der Zeit. Und dann wünschen wir allen. Danke für die Teilnahme. Und auch, ich freue mich auf offenes Feedback, dass Sie die Möglichkeit haben, mich hier zu verbessern. Und gegebenenfalls wiederholen wir das Format nochmal, vielleicht auch nochmal ein bisschen spezifischer, vielleicht darauf auch auf ausbauen. Nachdem ich so ein bisschen das Gespür davon bekommen habe, wie auch sozusagen, ob mein Niveau jetzt zu hoch war oder nicht anspruchsvoll genug. Genau, danke. Danke, Herr Fink. Also, bleiben Sie gesund und gutes Gelingen für die nächsten unternehmerischen Schritte. Vielen Dank.